Hallo zusammen, willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und ja, heute fange ich an mit Game of Dwarves. Wie man hier schon sehen kann, Zwerge. Gepanzerte Zwerge, Zwerge in Kitteln und ein Zwergenkönig. Und ja, darum geht das Spiel auch. Game of Dwarves ist so eine Mischung, könnte man sagen, aus Minecraft, Dungeon Keeper 2 und Dwarf Fortress. Für alle, die Dwarf Fortress nicht kennen, sucht einfach mal auf YouTube. Da gibt es einen Let's Player namens Gerogon. Der hat schon ein ziemlich langes Let's Play davon gemacht, für diejenigen, die sich dafür interessieren. Aber gut, wir starten jetzt in die Kampagne. Meine alte Kampagne habe ich gelöscht und wir starten direkt in eine neue rein und geben den Prinzennamen ein. Wir sind natürlich Bueno hier. Typischer zwergischer Name. So, klicken auf OK und damit geht's ins Intro. A long, long time ago, in a somewhere around here, in this very mountain. The first dwarves entered this world. The dwarves had unlimited ambition and the talent for whatever they set their minds to. They dug through mountains, built wondrous artifacts and structures, and had a courage of steel to face the fiercest of monsters. And win. On their way to glory, they encountered other races, such as the nimble elves and the mighty dragons. With their help, soon the dwarves had spread far from their homeland and created a vast kingdom. But that was a long time ago, and I was merely ancient back then. In the end, it was due to change. They came from the unknown regions of the north. Mages. The dwarves had never seen anything like them. They wielded powerful energies called magic and brought with them terrible creatures that seemed to hate the very world itself. Even so, the dwarves offered their hand in friendship. But the mages had no such intentions. They struck out against the dwarves, and soon the Great Dark Magic War had begun. The dragons flew to help the dwarves, but the mages were so powerful that they managed to strike the dragons down from the sky, destroying them. The elves fled the lands to let the dwarves fight for themselves. The noble dwarves fought long and hard. Their survival against the ruthless mages and the terrible destruction they brought in their wake. With no one to help, the dwarves were pushed back. Dad, you told this story dozens of times already. It's not real. There are no mages or dragons, and we don't even have a great kingdom laying around. This is boring to listen to again. But soon, the dwarves will rise again, and they will build a civilization worthy of their stolen glory! Dad, are you talking to yourself again? No. I'm the prince, and you will hear me.
Vater, ich bin da. Gab es etwas über das? Put down the ale and listen. Ja, mein Sohn, in der Tat. Seit dem Tage eurer Geburt wart ihr ein fauler Drückeberger. Ihr habt keine Ahnung von der Größe, die ein wahrer Zwerg verkörpern sollte. Nein, ihr denkt nur daran, wie ihr euch den Bauch vollschlagen könnt. Ah, jetzt darf ich... Aber Vater, jetzt reicht es. Ich werfe euch hinaus, damit ihr lernen könnt, wie man sich um seinen eigenen Zwergenklang kümmert. Ja, Vater schmeißt uns raus. Erst wenn ihr euch all als mein Thronfolger und als wahrer Zwergenprinz unter Beweis gestellt habt, dürft ihr nach Hemford zurückkehren. Und jetzt geht. Jupp, wir werden direkt mal rausgeschmissen von unserem eigenen Vater, König. Der übrigens auch Vater heißt. So, und damit sind wir jetzt im Spiel, beziehungsweise auf Someone, der Worldmap. Grab me some food and listen. Seid gegrüßt, Zwerg. Willkommen in Vanaheim. Ach, ich soll mich wohl vorstellen. Ich bin der Prinz des Zwergenvolkes, der einzige direkte Nachkomme von König Vater, unserem Herrscher. König Vater hat mich ermutigt, es mit meinen Pflichten etwas genauer zu nehmen und deshalb werde ich nun meinen eigenen Clan anführen. Aber zuerst müssen wir etwas bestehen, was sich die Prüfung nennt, damit wir als eigenständiger Clan anerkannt werden. Mhm. Wir sollen uns die Regierungslektion ansehen, die König Vater für uns vorbereitet hat. Klickt dazu einfach auf die Schaltfläche unter dem Bildschirmbereich. Ja. Brauchen wir nicht unbedingt. Davon abgesehen können wir zwei Orte besuchen. Den Garten, wo wir die Führung unserer eigenen Siedlung üben können und die Prüfung, wo es unseren Mut zu testen gilt. Ich würde empfehlen, dass wir zuerst mit dem Königsvater Lektion befassen, dann alles im Garten ausprobieren und schließlich in der Prüfung unter Beweis stellen, aus welchem Stein wir gehauen sind. Ja gut, eine Sache macht... Ups, das wollte ich jetzt nicht wegklicken, aber ich glaube, das ist nicht so wichtig. Eine Sache wollte ich wieder einschalten, Pausenfunktion, damit sein Gequatsch nicht automatisch weiterläuft. Aber gut, da wären die Lektionen, die ich schon auswendig kenne. Ich zeige euch alles dann im Spiel. Aber erst einmal noch ein... Im Garten können wir Schritt für Schritt ins wichtige Detail der Führung als Zwergenklatz durchgehen. Wenn wir uns dazu bereit fühlen, sollten wir uns zu den Prüfungen begeben. König Vater möchte, dass ich mich dort unter Beweis stelle oder so. Anscheinend kann man nur zum Zwergenklansführer werden, wenn man dort alle Missionsziele erreicht hat. Ich verstehe aber nicht, warum ich das muss. Ich bin ein Prinz und sollte ohne diese Prüfung ein Klansführer werden können. Ja, unser Prinz ist schon ein bisschen hochnäsig. Wenn wir uns zum Verlassen eines Ordens entschließen, sollten wir unseren bisherigen Spielfortschritt speichern. Ja, out of Spielinformation. Jede lebende Kreatur wird dann so freundlich sein und bis zu unserer Kreatur am Platz zu fahren. Ja, eine schöne Umschreibung. Wenn wir nicht mit dem Spielverlauf zufrieden sind, können wir den Ort auch verlassen, ohne abzuspeichern. Jupp. Wir können auch jederzeit das Level neu starten. Wenn wir uns dann das nächste Mal dorthin begeben, werden sich die Zwerge an den letzten Speicherpunkt erinnern. Sie werden alles so herrichten, wie es vorher gewesen ist. Sie werden sogar Blöcke auffüllen, die wir bereits ausgegraben hatten. Wenn Zwerge etwas erreichen wollen, schaffen sie das auch. Ich liebe diese Weltkarte einfach. Wellen schlagen gegen Klippen, die Blätter raschen im Wind, Wolken treiben umher. Stellt euch vor, dass wir vor langer Zeit jeden Ort hier bereisen konnten. Vielleicht werden wir eines Tages wieder alle Länder besuchen können. Wenn wir dazu bereit sind, sollten wir einen Ort im Mittelland auswählen und uns dorthin begeben. So, jetzt mache ich mal die Menüpause rein. Das geht ja gar nicht, dass der mit da dazwischen redet. Also, was ich sagen wollte noch, nach diesem super genialen Intro und dem Prolog, den wir jetzt gerade hatten, wo König Vater uns rausgeschmissen hat. Also, ganz ehrlich, ich mag das Intro von dem Spiel. Und ich mag auch die Musik, die dabei gekommen ist, als das Game of Dwarves aufgetaucht ist. Aber gut. Nun wollen wir endlich mal ein Spiel starten, Spiel fortsetzen und wir fangen mit dem Garten an. Hemland, der Garten, Tutorial.
Hier erfahrt ihr Schritt für Schritt, wie ihr euren eigenen Zwergenclan führen könnt. Ein kleines Gebiet, in dem schon viele oder erfahrene angehenden Clansführer ihr Können als Anführer erprobt haben, bevor sie sich der Prüfung stellten. Diese kleine, direkt neben Hemford gelegene Gebiet wurde früher zum Lager von Ausrüstung und Rohstoffen genutzt. Ein guter Ort für die Grundausbildung. Und ja. Wir können auch das gesamte Gebiet Hemland anklicken, Orte der Garten, die Prüfung, der Geburtsort und die Heimatstadt der Zwerge. Die felsigen Umgebungen hat die Zwerge im Laufe der Jahre geformt. Hier lernen sie viele ihrer Fähigkeiten, die ihnen einst die Eroberung und Behauptung fast jedes Landes in Vanaheim ermöglichten. Die Zwerge haben hier seit dem Großen Krieg isoliert gelebt. Von allen großen Zwergenstädten auf der Welt ist nur noch Hemford übrig geblieben. Ja, das liegt hier, würde ich mal tippen. Das da ist Hemford. Und man sieht, es gibt viele Gebiete. Jedes Gebiet ist ein bisschen abgeschirmt durch diese Grenzlinien. Also das blaue Gebiet hier, das grüne Gebiet, gelbe Gebiet, lilane. Und in jedem Gebiet gibt es verschiedene Missionen. Also wir haben viel vor uns. Aber jetzt wollen wir doch mal mit der Trainingsmission beginnen. Spielen. Der Ladebildschirm ist so schnell weg, dass wir sofort hier landen. Hauptquest. In Ordnung, da wären wir also. Jetzt müsste ich weiterklicken können, oder? Oder gehst du von selber immer noch weiter? Nein, gehst du nicht. Hier haben viele Zwergenclan-Anführer ihre Fähigkeiten geübt, bevor sie sich der Prüfung unterwarfen. Dies ist ein idealer Ort zum Erlernen der Grundlagen des Regierens und der Verwaltung seiner eigenen Siedlung. Wir sollten uns wirklich Königsvaters Lektion auf der Weltkarte ansehen, wenn wir das noch nicht eh schon gemacht haben. Dort erklärt er nämlich alles Wissenswerte darüber, wie man alles regiert. Fürs Erste sollten wir uns aber auf die Ausbildung konzentrieren, und zwar Schritt für Schritt. Das Quest-Tagebuch sollten wir genau im Auge behalten, denn dort finden wir genaue Informationen über alle Quests, die wir zum Abschluss des Levels ausführen sollten. Ja. Gut, das Erste, was wir natürlich machen sollten. Umsehen können wir uns sowohl mit der Maus als auch mit der Tastatur. Die Kamera bewegt sich mit der Maus, indem wir die Mauszeiger einfach am Bildschirmrand bewegen. Mit der Taste bewegt ihr die Kamera mit dem WASD-Tasten mit der Tastatur. Okay. Zum Drehen der Kamera haltet ihr entweder das Mausrad gedrückt und zieht dann die Maus oder ihr drückt Q und E. Jupp. Unter Tage liegt nicht alles auf einer Ebene, wir sollten daher auch oben und unten umsehen. Dies geschieht über die Schiebelregler im unteren rechten Bildschirmrand, also die hier. Können wir Etagen hoch und Etagen runter gehen. Mit den Tasten R und F können sie genauso bewegt werden. Manchmal ist es vielleicht ratsam, die Ansicht etwas zu vergrößern oder zu verkleinern. Mit der Maus erreicht ihr das und bla bla bla, also einfach die Steuerung mit X und Z in dem Fall, weil es eine deutsche Tastatur ist, was ich hier habe und das Spiel der englische bevorzugt irgendwie. Ja. Machen wir das so mit dem Mausrad, ist einfacher. Lass uns mal sehen, was ich hier in einem Thronsaal habe. Ein Thron, einen Zwergenhort und ein bergerbärter Zwerg. Echt? Nur ein Zwerg? Ah, du zählst ja gar nicht. Um ihn an die Arbeit zu schicken, sollten wir zuerst Grabbefehle auswählen. Diese blinkende Schaltfläche im Menü. Jupp. Danach sollten wir einen Block auswählen und ihn anklicken. Daraufhin begibt sich der Bergarbeiterzwerg zu ihm und gräbt ihn aus. Lass uns ein bisschen üben. Wir sollten ein paar Blöcke auswählen, die er ausgraben muss. Die große schwarze Leere um uns herum besteht aus Blöcken, die noch nicht ausgegraben wurden. Achtet aber darauf, dass viele Blöcke hier aus Undigium zu bestehen scheinen und nicht ausgegraben werden können. Also zum Beispiel der Boden ist aus Undigium. Die Wände sind aus normaler Erde. Ja. Wenn die Markierung während des Ausgrabens eines Blocks rot wird, dann besteht dieser Block aus Undigium. Und das bedeutet, dass wir uns zum Ausgraben einen anderen Block suchen müssen. Okay. Jetzt können wir die ersten Minenarbeiten dirigieren. Und er haut sich schön durch und kriegt mit jedem Block, den er auskriegt, sogar Erfahrung. Ah, er ist schon Level 2 geworden. Und seht ihr, diese Blöcke im Boden können wir nicht ausgraben, weil das Undigium ist. Dafür können wir hier das Gold dann ausgraben. Wartet mal, was ist denn das? Anscheinend haben wir einen großen leeren Raum gefunden. Jep, diese Fragezeichen
werden durch die natürlichen Grabsinn der Zwerge sozusagen angezeigt. Die haben alle ein Echolot in ihrem Kopf eingebaut. Und dadurch können sie erkennen, dass in bestimmten Bereichen Räume sind, wenn sie nah genug dran sind. Anscheinend haben wir einen großen leeren Raum gefunden. Und was ist das da drüben? Das sieht wie Gold aus. Wir sollten etwas davon einsammeln. Über den Grabbefehl, den wir für jeden Block anwenden, sammeln wir Materialien und Mineralien. Wer weiß, welche glänzenden Dinge wir finden, wenn wir hier herumgraben. Also ja, geben wir gleich schon mal hier in Auftrag, das Gold auszugraben. Ressourcen sehen wir hier unten, Zwerge sehen wir hier oben. Oben sehen wir auch Nahrung und das Bevölkerungslimit. Und unser Ressourcenlimit, also unsere Lagerkapazität. Wir können von jeder Ressource im Augenblick nur 750 lagern. Also wenn wir mehr als 750 Gold lagern wollen, brauchen wir mehr Stauraum. Und man sieht schon, für Gold braucht er länger zum Ausgraben. Und seine Sondierungsfähigkeit hat, zeigt uns schon, hier hinter ist ein weiterer Raum versteckt. In dem wir auch mal reingraben können gleich. So. Machen wir das Ganze etwas schneller. So, neuer Raum. Aha, schaut euch diesen großen Raum an. Das muss einer der älteren Teile Hemfords sein. Seht ihr die dunkel gefärbten Blöcke? Grabt sie bloß nicht an, sonst können wir nicht fortfahren. Jap. Das ist nämlich gute Muttererde. Und das da ist ein breiter Holzschrank. Wie man sieht, der hier erhöht unsere Lagerkapazität um 200, weil er jetzt uns gehört. Steinlaternen, alles mögliche. Grabt sie bloß nicht an, yep. Toller Fund, Bergarbeiterzwerg. Jetzt hast du dir eine redliche Pause verdient. Nein, wir lassen ihn weiter schuften. Fürs Erste sind wir mit Graben fertig. Lass uns den Grabbefehl vorübergehend deaktivieren, während wir uns auf andere Dinge konzentrieren. Grabbefehl ist weg. Wahrscheinlich brauchen wir ein Bett, damit unsere erschöpften Zwerge einen Ruheort haben. Okay. Schalten wir mal wieder auf Standardgeschwindigkeit. Denn jetzt geht es darum. Müsste gleich kommen. Na komm, du kannst uns jetzt ruhig schon mal die... Ah, genau. Was wir wirklich brauchen, ist ein Jungzwerg. Ein jungen und unausgebildeten Zwerg. Wenn sie genügend Erfahrung erlangen, können wir sie jede Art von Zwerg verwandeln, die wir benötigen. Lass uns nun auf die Hemfortschaltfläche und unter rechts des Bildschirms klicken. Dort können wir Jungzwerge anfordern. Lass uns nun einen Jungzwerg anfordern. Jupp. Hier draufklicken. Einen Jungzwerg. Wir können bis zu 5 Stück gleichzeitig anfordern oder den Zwergenhort vergrößern, um unser Bevölkerungslimit zu erhöhen. Und hier unten ist das Handelsmenü, was ich euch später mal zeigen möchte. Aber jetzt holen wir uns erst einmal einen Jungzwerg. Man sieht hier, um die Hemfort-Anzeige wird jetzt der Kreis grün. Ein bisschen wie bei Stronghold, wenn neue Bürger kommen. Wenn der Kreis voll ist... Tada, kommt ein Jungzwerg aus dem Zwergenhort. Großartig, der Jungzwerg ist eingetroffen. Der Zwergenhort ist unsere Verbindung zurück nach Hemfort. Hier werden die Jungzwerge erscheinen, nachdem wir sie angefordert haben. Da wir jetzt einen Jungzwerg haben, können wir ihm auch einen Beruf geben. Jungzwerge können sofort aufgerüstet werden, erhalten jedoch im Laufe der Zeit zusätzliche Erfahrung, wenn sie nicht aufgerüstet werden. Lasst uns nun auf das Plus-Symbol neben seinem Namen klicken. Dieses Mal wäre es wohl das Beste, aus ihm einen Handwerker zu machen. Yep. Wenn ihr auf das Handwerker-Symbol klickt, wird das Schicksal des Zwerges bestimmt auf immer und ewig. Naja, klingt spektakulär. Okay, ein Handwerker kostet 50 Nahrung. Dann machen wir doch gleich mal aus ihm einen. So, es ist ein Handwerker. Endlich kann dieser Zorg auch etwas Nützliches machen. Ja, unser Prinz ist ganz schön arrogant und ich hab ihm meinen Namen geliehen. Lasst ihn uns ein paar nützliche Dinge bauen. Klickt auf die Bauenschaltfläche und sucht nach einem baubaren Bett, in dem die Zwerge schlafen und sich ausruhen können. Betten findet ihr im Baumenü Kategorie Möbel. Wenn wir ein eigenes Objekt gefunden haben, können wir es zur Auswahl anklicken. Jetzt müssen wir das Objekt irgendwo in der Spielwelt platzieren. Halte dazu einfach die linke Maustaste gedrückt.
Bei gedrückter linker Maustaste können wir sie in die gewünschte Richtung ausrichten. Wenn wir damit zufrieden sind, lassen wir die Maustaste los und der Handwerkszeichner gibt sich dorthin, um das Objekt zu bauen. Nun können wir auch den Verkaufsbefehl und den Verschiebebefehl benutzen, falls wir mit dem Kauf oder der Platzierung des Möbelstücks nicht zufrieden sind. So, Betten bauen und steht nur das Steinbett zur Verfügung, das wir nun platzieren können, wie wir wollen. Platzieren wir es mal so hier und weil ich gerade nicht weiß, wie viel es kostet. Es kann ja nicht sein, dass das gar nichts kostet. Aber wahrscheinlich im Tutorial kostet es gar nichts. So. Endlich ein Bett. Jetzt haben die Zwerge einen Platz zum Schlafen. Da sie nicht von königlichem Blute sind, verstehe ich nicht, wieso. Da sie nicht von königlichem Blute sind, verstehe ich das. Achso, das ist ein Bug. Da sie nicht von königlichem Blute sind, verstehe ich wirklich nicht, warum der Brunnen nicht gut genug für sie ist. Ich hasse ihn. Jetzt brauchen wir Nahrung. Ohne eine anständige Mahlzeit können Zwerge nicht überleben. Zum Erlangen von Nahrung müssen wir mehrere Schritte ausführen. Aber zuerst sollen wir einen Ort schaffen, an dem die Zwerge essen können. Lass uns erneut Baubefehl aufrufen und einen Tisch bauen. Ah, das ist einfach. Tisch. Das war falsch. Tisch. So, Tisch. Jetzt geht unser Handwerkszwerg hin. Der hat mittlerweile schon Stufe 2 erreicht durch den Bau eines Bettes. Je höher seine Stufe ist, desto schneller baut er übrigens. So. Jetzt haben wir einen Tisch, an dem die Zwerge essen können. Wenn sie hungrig sind, suchen sie zum Essen den nächstgelegenen Tisch. Daher sollten wir stets dafür sorgen, dass wir genügend Nahrung auf Lager haben. Ohne Nahrung verhungern die Zwerge, wollte es nur gesagt haben. Ist eigentlich klar. Wir haben ein Bett zum Schlafen und einen Tisch zum Essen. Jetzt benötigen wir noch Nahrung. Lasst uns nun einen Blick auf die dunkel gefärbte Blöcke in der Raummitte werfen. Das ist Nährboden. Nur in dieser Art von Blöcken können Pflanzen und Bäume angepflanzt werden. Da es unter Erde absolut kein Sonnenlicht gibt, müssen wir etwas bauen, das die Pflanzen für ihr Nachwuchs, für ihr Wachstum benötigte Energie gibt. Dazu müssen wir einen Düngestein bauen. Wählt ihn im Baumenü aus. Danach müssen wir ihn irgendwo auf dem Nährboden platzieren. Jupp. Dazu müssen wir eins zurück und in die Kategorie, weil hier ist der Düngestein. So, den platzieren wir doch einfach mal mitten auf dem Nährboden. Und dann macht sich unser Arbeiterzwerg schon, unser Handwerkszwerg schon auf den Weg. Hier oben sehen wir übrigens, wie viele Zwerge wir von welcher Art haben. Also wir haben einen Handwerker, einen Bauarbeiter oder Bergarbeiter, 0 Krieger und 0 Forscher. So, jetzt haben wir einen Nährboden, der vom Düngestein Energie erhält. Lass uns nur etwas Essbares anbauen. Öffnet das Baumenü, findet den Zitronenblau und platziert ihn in der Nähe des Düngesteins. Seht ihr den grünen Bereich um den Düngestein herum? Das ist seine Reichweite. Feldfrüchte können nur innerhalb dieser Reichweite wachsen. Befindet sich die Feldfrucht nah genug am Stein, wächst Nahrung. Jupp. Haben wir hier unten die Feldfrüchte und können hier Zitronenbäumchen bauen. Bald können wir endlich etwas essen, aber aus irgendeinem Grund brauchen wir einen neuen Jungzwerg. Dieses Mal brauchen wir einen Arbeiter, der sich um das Anpflanzen der Feldfrüchte kümmert. Lass uns also im Hemford-Fenster öffnen und einen Jungzwerg anfordern. Kein Problem, holen wir uns einen neuen Jungzwerg. Zwei Zitronenbäumchen reichen fürs Erste. Jedenfalls fürs Tutorial. Ach, Pause ist angeblieben. Okay, ich schalte die Autopause wieder aus. So. Die Autopause nervt nämlich meistens nur. Wenn ich zum Beispiel das Baumenü aufrufe, geht alles sofort im Pause-Modus. Jetzt haben wir also noch einen Jungzwerg. Er sieht so aus, als ob wir ihn ebenfalls sofort befördern könnten. Lasst uns ihn in einen Arbeiter verwandeln. Ja, das kennen wir schon alles. Arbeiter auswählen. Und ja. Schicksal für immer bestimmt. Alles kein Problem. Du Arbeiter kostet 50 Gold.
Da der Dunkelzwerg nun in ein Arbeitswerk verwandelt wurde, können wir Nahrung ernten lassen. Wenn ihr auf das Plus-Symbol auf dem Düngestein klickt, wird ihm ein Arbeitszwerg zugeteilt. Alle zugeteilten Arbeitszwerge ernten Nahrung von jeder Pflanze im Wirkungsbereich des Düngesteins. Also einmal aufs Plus geklickt und er macht sich an die Arbeit. Machen wir das Ganze etwas schneller. Jetzt wird dieser Arbeitszwerg endlich Nahrung für uns ernten, damit wir etwas essen können. Keinen Hunger mehr. Endlich haben wir eine gute Basis gebaut. Das sind die grundlegenden Elemente, die man für das Leben hier unten braucht. Bevor wir fortfahren, benötigen wir Produktion. Jetzt ist es wohl an der Zeit, einen weiteren Jungzwerg anzufordern. Wir brauchen einen Zwerg, der uns beschützen kann. Öffnet das Hemford. Ja, kennen wir. Zwerg. So, der sammelt hier fleißig Nahrung, die uns zugeschrieben wird. Der Jungzwerg ist hier und wer hätte das gedacht? Wir können ihn sofort befördern. Naja, Soldaten aus, Klasse aus, wen haben wir einen Soldaten? Rutsch. Großartig, jetzt können wir unsere Basis verteidigen. Eine Möglichkeit zur Verteidigung unseres Goldes, unserer Zwerge, ist immer eine gute Sache. Geldgierig ist er auch noch. Jetzt ist bereit fortzufahren. Ich glaube, jetzt ist es genug, um meinen Bratbefehl erneut zu benutzen. Wir werden in dieser Höhe noch etwas finden können. Jupp. Nämlich hier graben wir jetzt mal in diese Richtung. Alle anderen Richtungen sind nämlich, glaube ich, Undinium. Oder größtenteils Undinium. Ah nein, da drin befindet sich eine Bestie. Tolle Bestie, das ist ein Maulwurf. Geht diesem Ding aus dem Weg, Zwergensoldat, tötet es, rettet mich, uns. Wenn ich falle, dann ist alles vorbei, ihr müsst mich am Leben halten. Ach ja, stimmt, wir haben ja den Teleportbefehl. Wenn wir ihn auswählen können, dann auf einen Zwerg klicken. Jupp. Ja. Direkt auf das Monster teleportieren nicht unbedingt. Jetzt mache ich mal kurz den Pausemodus ein. Und habe hier den Teleportierbefehl. Damit kann ich mir den Zwerg schnappen. Und ihn hierhin teleportieren. Und das Spiel einfach normal weiterlaufen lassen. So. Und der Zwerg hat schon... Ist es tot? Es ist tot. Gut gemacht, Zwergensoldat. Hat den Maulwurf sofort besiegt und ein Level abbekommen. Ich bin froh, dass wir das echte Krieger geklärt haben. Mit Ehre und Mut. Er hat einen Maulwurf getötet. Gute Arbeit bis hier. Jetzt haben wir eine ordentliche Basis und etwas Verteidigung. Sag mal, was ist denn dort drüben? Sieht aus wie eine verschlossene Tür. Bestimmt gibt es einen Weg, sie zu öffnen. Schalter. Lasst uns den Interaktionsbefehl ausprobieren. Wenn wir hier mit etwas interagieren können, sollte es damit wohl die Tür öffnen können. Jupp, dieser Schalter hier nämlich. Wenn wir da draufklicken, sieht man schon, ein Zwerg macht sich bereit, damit zu interagieren. Und zwar in dem Fall unser Krieger, weil ich aus Versehen doppelt drauf gedrückt habe. Ah, die Tür ist offen, wir können uns nun, sie nun durchqueren. Weitergraben. Was ist das? Noch ein Raum und anscheinend können wir hier nach unten graben. Wenn wir nach unten graben, stoßen wir vielleicht auf etwas Interessantes. Vergiss nicht, dass wir nur über den Schieberegel in die untere Ebene. Ja, ja. Jetzt können wir im Baumenü auch Leitern platzieren. Okay, ich weiß, dass hier irgendwo eine Schatzkammer verborgen ist. Wenn wir sie finden und König Vater direkt unsere große Nase wegschnappen, hätten wir es ihm mal richtig gezeigt. Okay, wir werden zum Diebstahl angestiftet. Also jetzt gehen wir hier erstmal runter und machen hier einen Grabebefehl. So. Jetzt müsste unser Arbeiter kommen. Und tiefer graben. Dann kann er gleich noch tiefer graben. Und noch tiefer graben. Ja, ist sie, die Schatzkammer. Aber wo ist der Schatz? Wo sind die Reichtümer? Dort befindet sich eine Tafel. Zwergennachrichten werden überweise auf Tafeln geschrieben. Wir sollten den Interaktionsbefehl auf sie anwenden, so sie sehen können, was Interessantes auf ihr geschrieben steht. Mir schwart nichts Gutes. Aber erst einmal sollten wir gucken, dass wir unseren Zwerg da wieder rausbekommen. Kurz ins Pause-Ding gehen. Ich finde das auch so lustig, wie
weiter, wie das nicht direkt ins Pause geht, sondern die Zwerge da kurz in Zeitlupe gehen. So, Leitern bauen. Und dann können wir weiterlaufen lassen. Und hiermit mal interagieren. So. Kommt sofort unser Militärzwerg angelatscht. Ah, hier steht eine Nachricht. Sie lautet: Oh Prinz, wenn ihr dies liest, so habt ihr euch würdig erwiesen. Ihr habt bewiesen, dass ihr wisst, dass was jeder anständige Zwerg von Geburt an wissen sollte. Hier gibt es keinen Schatz für euch. Nun geht hin und absolviert endlich die Prüfung. Ihr liebe König Vater. Grr, na gut, Zwerge, wenn wir bereit sind, sollten wir uns zurück auf den Weltbildschirm begeben. Blöder König Vater, eines Tages werde ich es ihm euch zeigen. Tja, hier scheint es nicht viel vom Wert zu geben. Dieses Gebiet können wir nun über die Optionsschaltfläche wieder verlassen. Lasst uns wieder die Weltkarte aufrufen, wenn wir dazu bereit sind. Ah, zurück zur Welt. Hauptquest abgeschlossen. Und wir haben sogar die Königsquest abgeschlossen, die leider nicht angezeigt wird. Lagerbestand aufstocken. Der Bauzwerg, das könnten wir uns nochmal bei Gelegenheit angucken. Kurz in der nächsten Folge. Gute Arbeit, meine Zwerge. Jetzt haben wir eine bessere Vorstellung davon, was die Verwaltung einer Siedlung bedeutet. Jetzt finde ich, dass dass keine Herausforderung für uns zu groß sein würde. Gut, aber ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Folge und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit der Prüfung beginnen. Bis dann.